Innocentive, auch hier lohnt es sich, denke ich mir, auf die Website zu gehen, um auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, was an Möglichkeiten immer stärker geboten wird. Innocentive ist eine, ist eine große Plattform, ist natürlich nicht die einzige, ist eine große Plattform. Allein von der Zahl müssen Sie sich mal vorstellen, hier gibt es 180.000 registrierte User momentan, 180.000 Menschen, die Interesse haben, an Fragestellungen mitzuwirken und Ideen auch auszutauschen. Insofern eine wichtige Plattform. Eine Frage hier einzustellen kostet nichts. Der Fragesteller bleibt auch zunächst anonym. Das heißt, es wird noch nicht gesagt, wer Sie jetzt sind, der diese Frage hat. Und erst wenn eine Lösung dann auch akzeptiert wird, wird der Kontakt hergestellt und dann gibt es eine Gewinner-Honorar-Vereinbarung, die hier, ich sag mal, im Standard dann auch vorgegeben ist und die auch von den Größenordnungen abhängig von der Qualität der Idee dann auch recht erheblich sein kann. Das Ganze ist natürlich eine, ich denke mal, sehr spannenden Weg, auf neue Ideen und neue Lösungsansätze zu kommen. Eine Frage, die ich hier auch noch aus dem Chat bekomme, ist natürlich, dass diese Fragen auch allgemein gesehen werden können. Das heißt, es kann so eine Art Ideenpirat geben, die prüfen, welche Ideen hier gerade diskutiert werden und dann quasi. Häufig ist es ja auch so, dass allein schon die Frage oder die Art der Frage schon auf einen gewissen Punkt hindeutet, der interessant sein kann. Eine gute Frage ist manchmal besser als. Viele Antworten heißt es ja so schön. Also die Frage kann man sehen, du kannst einen Fragenklau geben, es kann aber auch einen Ideenklau geben. Zum Thema Ideenklau, das ist sicherlich ein Thema, ist aber auf Innocentive so gelöst, dass die Ideen, die eingereicht werden, zunächst einmal durch den Fragesteller auch mitgesehen werden können und es jetzt offen ist oder eine Möglichkeit der Einstellung ist, ob auch andere diese Ideen sehen oder nicht. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Wenn man Lösungsansätze der anderen sehen kann, das kennen Sie aus Innovationsprozessen, ist natürlich die Chance immer da und auch groß, dass Ideen auch weiterentwickelt werden können. Insofern, das spricht für die Öffnung dieser Ideen. Wobei sich dann natürlich auch die Frage stellt, wer dann quasi dann im Sinne einer Belobigung hier den Preis als solches bekommt. Das ist natürlich auch hier wieder eine Frage der Ausgestaltung. Wenn man die Ideen nicht öffnet, das heißt nur der Innocentive als Plattform beziehungsweise dann der Fragesteller diese Idee sieht, dann ist natürlich die Zuordnung einfacher, der Ideenklau wird unterbunden, aber es gibt auch keinen richtigen Prozess der Weiterentwicklung. Das sind sicherlich auch die Themen, die auch in solchen Plattformen sich noch entwickelt werden, wie hier der optimale Umgang mit Einreichung der Ideen, Lesen von Ideen, Bewertung von Ideen dann auch ist. Es sind im Prinzip ja auch Lösungsansätze oder auch Fragestellungen, wie man sie aus dem eigenen Ideenmanagement kennt, hier natürlich geöffnet auf eine sehr, sehr viel größere Community. Die Frage nach der Organisation ist eine wichtige an der Stelle. Hier sehen Sie ein Bild, wie die Telekom ihre verschiedenen Ideenquellen versucht zu organisieren. Die einzelnen Farben symbolisieren verschiedene Abteilungen, wobei es jetzt ja auch gar nicht so entscheidend ist, welche Abteilung hier mit welchen Themen zu tun hat. Sie sehen, das sind Quellen von der Ideengenerierung bis zur Vermarktung und auch was jetzt die Intensität angeht, mit der die Telekom an solchen Ansätzen arbeitet, ist ja auch nochmal strukturiert dargestellt. Das sind die verschiedenen Quellen, die die Telekom nutzt, um den gesamten Innovationsprozess auch mit zu gestalten im Sinne eines Open Innovations von Ideengenerierung bis hin zu Ideenvermarktung. Wichtig an der Stelle ist, dass untereinander eine Klarheit herrscht, wer welche Foren, wer welche Kontakte, wer mit welchen Personen hier zu tun hat. Wie gesagt, um einen Wildwuchs der Open Innovation Kanäle auch zu vermeiden, so wie die Telekom. Und Sie können sich vorstellen, dass bei der Telekom eine Fülle von Ideen natürlich sowohl eingereicht werden, wie auch eine ganze Reihe von Fragestellungen existieren, wie Dinge auch weiterentwickelt werden sollen, dass hier wichtig ist, hier entsprechende Organisationen zu bekommen. Ich merke aber auch bei kleineren Unternehmen, wie wichtig es ist, wenn man an so ein Thema Open Innovation herangeht, dass man sicherstellt, dass die Struktur, die Organisation von der strategischen Seite her, aber auch von der organisatorischen, prozessualen Seite her passt. Um das Thema hier abzuschließen, wohl wissend, dass es dann natürlich noch viel zu berichten gäbe, ganz aktuell eine Meldung der letzten Woche. Das ist auch nochmal Open Innovation jetzt ganz groß gedacht. NASA und Google tüfteln an Wege, wie man eigentlich auch den Mond besser erobern kann. Da ist also die Frage, wie gewisse Rover sind so Mondfahrzeuge, weiterentwickelt werden können, um einen höheren Mehrwert solcher verschiedenen Missionen, Mondmissionen und auch Marsmissionen auch zu bekommen.
Und man hat hier Fragestellungen ausgeschrieben und in Summe bis zu 20 Millionen Dollar an Preisgeldern für entsprechende Lösungsansätze dann auch zur Verfügung gestellt. Das ist natürlich nochmal im ganz großen Stil gedacht. Roch kann sich erinnern, hat ja 20.000 Dollar ausgeschrieben für ein Problem, was man nicht lösen konnte. Und das geht natürlich auch mit kleineren Beträgen. Um dieses Kapitel hier abzuschließen mit Open Innovation, kurz nochmal eine Frage auch an Sie. Gibt es eigentlich bei Ihrem Unternehmen auch Ideenwettbewerber, bei dem eine Fragestellung, ich sag mal, nicht an einzelne Kontaktpersonen herausgegeben wird, sondern offen kommuniziert wird, zunächst einmal an eine Allgemeinheit, sei es über das Internet oder sei es über interne Publikationen, Kundenmagazine und so weiter, oder sonstige Art für Ausschreibungen kommuniziert wird und dann versucht wird, auf diese Art und Weise auch neue Impulse zu gewinnen. So, ich sehe, dass auch hier wieder schon fleißig geantwortet wird. Warten wir noch kurz. So, und jetzt gucken wir uns die Situation an und Sie sehen, das wird also eher noch gar nicht gemacht. Da gibt es wahrscheinlich auch viele Gründe, warum man das noch nicht angegangen ist, sich zutraut, entweder weil das Unternehmen nicht passt oder weil die Prozesse an der Stelle noch nicht klar sind. Aber ich hoffe, ich habe ein bisschen Lust machen können, dass das eigentlich schon auch mit die Zukunft darstellt, nicht nur selber zu entwickeln, sondern auch andere noch mit einzubinden. Und das natürlich auch im Zuge einer Cost-Cutting-Situation, wo man sich natürlich fragen muss, müssen wir eigentlich das gesamte Entwicklungsbudget für Ideen auch zur Verfügung stellen oder können wir uns das nicht entsprechend teilen, entweder weil die Entwicklung nach außen gegeben wird und das kann man natürlich auch weiterdenken, dass man mit anderen kooperiert und über den Weg auch eine Allgemeinheit anspricht zur Lösungsfindung.